Hello, my friends, and welcome back to Splatoon Road Rash Plus. Zu dem schönen Scheiß hier mit fast denselben Leuten. So, ich glaube, der Gil ist, glaube ich, weg, oder? Der beim letzten Mal trotzdem verloren hat, wo ich gestern, genau. Das war genau eigentlich gerade eben von mir aus gesehen. Ja, genau. Und dann wieder ein Hit gefehlt. Okay, der Defense. Okay. Egal. Der Tod war irgendwie unnötig, aber gut. Und solange ist noch hier... Noch alles ist drin. Also ist noch nichts geschehen. Keiner hat den Goldfisch genommen. Ich muss sagen, Dekaban ist eigentlich schon nicer, weil hier ist es so ein bisschen mehr offen. Mehr offener. Leck mich. Bringt dir auch nichts. Okay, dass da gerade jemand diesen Instabombenhagel hat. Sogar, ich habe diesen nie vorher ein bisschen, ne, gesagt, der wäre scheiße. Aber komm, der hat einfach nur willlos den Bombenhagel geschmissen. Da konnte ich auch nichts irgendwann mehr tun. So, ich gammel jetzt hier. Das ist die beste Methode, abwarten und Tee trinken. Dann den richtigen Moment anpassen und alle umbringen. Mehr nicht. So, wenn alle tot sind, nimmt man sich diesen Scheiß. Du stirbst mit mir, du Instabomben-Spammer. Mein Gamepad geht leer. Es blinkt noch nicht, aber er geht leer. Das nervt mich ein bisschen. Wenn man kein Team hat, das einen beschützt, ist mir das auch egal. Hauptsache, ich habe jetzt die Führung geholt und ich kann deathen. Also, ist mir egal, ob ich dann auf Zeit spielen muss. Ich glaube, dieser Nie leckt ein bisschen. Kann das sein? Ich wollte nicht meinen Tintentitan zünden. Ich kriege ihn ja sowieso schnell wieder. Also, ist das mir eigentlich egal. Mir ist jeder Tod recht, solange ich gewinne. Das mir kann ich gerne tausendmal Opfer sein. Ihr Instabomben-Spammer, ihr regt mich auf. Lol. Und ich wäre hier Schwimmtempo oder sowas voll geil. Kann die, genau. Der ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Wow, nice. Geil, die sind wieder alle tot. Team, wie geil seid ihr denn gerade? Ah. Ja, wir sind da ein bisschen fehl am Platz gewesen. Ich hätte von der anderen Seite kommen müssen. Wenn natürlich alle respawnen, hat man nämlich ein Problem. So, ich jump mal hier zu meiner Sprungboje hin. Und campe jetzt wie so eine Sau. Und machen gegenseitigen Kill gegen diese Gellen. Oh, ich bin aus Versehen gegen mein Mikro gekommen, weil ich mich gekratzt habe. Es tut mir leid. Weil mir meine Augenbrauen jucken gerade ein bisschen. Warum auch immer. Diesmal ist es nicht meine Nase. Nein. Ach ja, ich liebe irgendwie Operation Goldfisch mit dem Kalligraphen. Kalligraph macht so Bock. Richtig Bock. Die einfach alle in die Fresse zu schlagen. So geil. Es ist so ein geiles Gefühl. Einfach den Pinsel in deren Ärschen zu stecken. Ja, macht ruhig auf. Und kommt hier runter, damit ihr sterbt. Los, nimm das Ding. Ich will dich umbringen. Oh mein Gott. Nice. Will das da vielleicht jemand nehmen? Ich campe jetzt gerne, weil es Bock macht. Das macht so richtig Spaß. Oh, ich liebe mein Team.
Ja, okay, das war wieder suboptimal. Wieder dieselbe Stelle, wo wir gestorben sind, aber da kannst du nichts tun. Das ist besser, wenn du von der anderen Seite kommst. Aber das können wir nicht mehr verlieren. Der muss jetzt nur noch einmal sterben. Auf jeden Fall werde ich das auf jeden Fall tun. Habe ich doch gesagt, ich werde das wenigstens tun. Wo der Platscher mich hätte wegmachen können. Tja. Ah, es ist nice. Es ist so geil mit Kalligraphen. Ach, da kann man so richtig Wut rauslassen. Ich werde jetzt einige Matches aufnehmen, bis ich, glaube ich, irgendwann abkacke. So richtig abkacke. Hoffentlich bleiben die alle drin, weil das ist schon geil. Hoffentlich bleiben auch die meisten im Gegnerteam. Die Lappen meine ich natürlich. Ah, es ist schön. Weil ich möchte auch gerne sehr mal... Ich will so wenig Parts wie möglich, deswegen ist es auch egal, ob der Modi immer gleich bleibt und bla bla. Naja, mal gucken, ob das nächste Runde genauso gut läuft. So, nach 10 Millionen Minuten warten, kann ich endlich das nächste Match starten, wo, weil einige heulen gegangen sind. Außer diese Bia oder wer auch immer. Auf jeden Fall dieser IKE ist, glaube ich, neu. Ja, zum Glück habe ich diesen Airbrush-Typen nicht. Im Team, weil ich glaube, der war nicht gerade so gut. Das hat ja nichts auszusagen. Also, mir ist es egal, ob ich jetzt viel kill oder nicht. Wenn ich weiß, ich bin zu blöd zum Killen, dann nehme ich lieber den Goldfisch und versuche damit dann irgendwas zu tun. Ach so, du leckst rum oder was? War eigentlich gerade jemand? Egal, drei sind tot. Zumindest gerade eben. Ja, Team, ihr könnt gerne mal was tun und vielleicht da mal die Leute eventuell umbringen. Der kam gerade von oben. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr müsst entweder vor mir gehen oder mir Rückendeckung geben oder sonst irgendwie was. Boah, wenn ich sterbe, sind quasi immer alle tot. Das ist immer so. Weil sie nichts alleine geschissen kriegen. Wow. Ich meine, ich kann es auch gerne alleine machen. Das ist mir so egal. Ja, check. Oh. Dann bringe ich eben fast alle alleine um. Damit habe ich auch kein Problem. Ist auch ein Challenge, so irgendwie alles alleine machen. Ist zwar ein bisschen mühsam, aber auch irgendwie cool. Naja. Wenn ich da noch die Goldfischkanone halten muss, ist natürlich nicht so geil. Aber es ist schon nice. So, Roller willst mich auch nur verarschen, ne? Naja, mein Tintentitan kommt schneller als deiner. Denke ich. Oh, 70 gepusht ist nicht gerade viel, ne? Das ist nicht viel. Ich würde ja gerne was tun, aber... Mein Team ist nicht vorhanden. Außer wenn wirklich nochmal alle sterben. Dann könnte ich nochmal sagen, jo, ich nehme das Ding. Das Ding lässt du schön da. Dein Kumpel kann direkt mitsterben gehen. Ach so, hier, weil die Scheiße da noch ist. Ist jetzt jemand hingejumpt? Ich nehme den Scheiß nicht. Komm, Sniper, du bist ein Sniper. Boah, verpiss dich. Ich latsche immer in den Roller rein. Ich sehe es schon. Und der Roller, der bewegt sich einfach so behindert fort. Der wartet da jetzt. Und fühlt sich geil. Der fühlt sich mega geil. Verpiss dich. What the fuck? Ich habe ihn umgebracht. Dann halt nicht. Dann halt ich den Scheiß und kann wieder sterben gehen. So, ich habe jetzt gepusht und jetzt nehme ich den Scheiß nicht mehr. Jetzt könnt ihr mich alle mal, wie jetzt alle von den einen sterben, oder was? Wow, wie schlecht seid ihr eigentlich? Jetzt machen wir nur Scheiß. Was seid ihr für Lappen? Boah, bringt die doch rum, Mann. Das kann nicht sein. Wie die einfach durchrushen, weil mein Team so inkompetent ist. Sag mal.
Wollt ihr mich verarschen? Boah, ich hab dich umgebracht. Toll. Aber ich wechsle trotzdem nicht die Lobby. Gott, wie die abfacken. Nimm die, du scheiß Sniper. Nimm den Scheiß doch. Die geht mir auch auf Sack, ey. Das ist doch so eine richtige camperbehinderte Kuh. Oh, es gibt wieder... Oh, diese Momente fucken einfach so ab. Ich werde trotzdem in dieser Rotzlobby bleiben. Piss dich, Alter. Von meinem Team nimmt den Goldfisch nicht. Ich habe keinen Bock, den ständig zu nehmen. Die sind einfach zu dumm. Oh, verschwinde. Rush durch. Wo bist du? Komm. Boah, wenn wir das jetzt noch gewinnen. Ja, ich war da ein bisschen... Das war ein Platscher. Das schafft mein Team nicht. Nee, das hätte mich auch gewundert. Nee, das wird diesmal ein Lose. Schade. Ah, hätte ich jetzt noch schnell den Titten. Den Titten kriege ich nicht so schnell. Oh, ich bin genau in dieser Sekunde rein. Wir hätten es doch kriegen können, wenn mein Team den noch gekillt hätte, aber... Du beschissenes Sniper im Team. Du bist eine Sniper. Dann musst du diesen Scheiß nehmen. Ich hasse Sniper im Team bei Portion Goldfisch. Ich hasse es. Seht ihr, das meine ich. Wenn ich weiß, ich kann nicht viel killen, dann nehme ich diesen Rotz. Naja. Wow, direkt minus 12. Ja, drückt mir halt noch mehr rein. Egal, ich habe noch Bock auf noch ein Match. Ich mache jetzt die ganze Zeit in dieser beschissenen Lobby weiter. Das interessiert mich nicht. Ich habe Bock drauf. Vor allem das Einzige, was mich wirklich nervt, ist nicht, dass ich verliere, sondern dass ich einfach so ständig Millionen Minuten mal in der Lobby gammeln muss. Jetzt habe ich schon wieder diese behinderte Sniper. Willst du mich ja nicht verarschen? Ich habe keinen Bock, ständig mit denselben Leuten zu spielen, die Lappen sind. Mann, die Sniper kann eh nichts. Und es geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, weil die nicht diesen Scheiß nimmt. Meinst du, ich nicht einfach verpissen können? Das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich komplett ausraste. Nur eine Frage der Zeit. Bis ich hier alles wegschnetzeln muss. Immer muss ich diese Führung machen. Genau so. Wenn das so genau weitergehen würde, wenn mein Team bei mir ist, alles färbt, dann kann ich gerne den Goldfisch nehmen. Genau so. Warum nicht vorher so? Das verstehe ich nicht. Oh, jetzt muss ich sagen, okay, die Sniper hat nichts hingeschissen, aber trotzdem war mein Team ganz geil. Ist nicht gestorben. Boah, das ganze Gegner-Team, ey. Geil. Auf jeden Fall, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dieser Lobby wieder im Portion Goldfisch. Und damit sage ich vielen Dank und wir sehen uns dann. Bis bald.